Die Klimakrise hat viele Ursachen und kein Land auf dieser Welt wird sie im Alleingang lösen können. Wir haben mit dem Schauspieler Hannes Jenicke, der sich seit Jahrzehnten für den Klimaschutz einsetzt, gesprochen, worin er die größten Hebel sieht, um die Krise in den Griff zu bekommen. Agrarwende, Verkehrswende, CO2-Bepreisung. Ich glaube, den größten Hebel hat tatsächlich die Agrarindustrie. Also die Zahlen variieren so ein bisschen, dass also zwischen 34% und 36% des weltweiten CO2-Ausstoßes geht auf Kosten der, also ist durch die Agrarindustrie verursacht. Die brauchen wir natürlich, um uns zu ernähren. Davon etwa die Hälfte geht auf Fleischkonsum. Also Fleisch ist mit das CO2-intensivste Produkt, was wir so im Alltagsbereich konsumieren. Also der erste Hebel ist Reduktion des Fleischkonsums. Also es geht ja gar nicht darum, dass jetzt alle bitte morgen sofort Vegetarier oder Veganer werden. Es geht ja erstmal um eine Reduktion. Und vor allem, wie wird das Fleisch oder die tierischen Produkte produziert, die wir essen? Wenn es aus der Massentierhaltung kommt, dann führt es zu einer Übergüllung, das führt zur Abrodung des Regenwaldes in Südamerika, weil wir brauchen ja unfassbare Massen an Futter für das Vieh, das ist dann meistens genmanipuliertes Soja, dafür werden die Regenwälder abgerodet und so weiter. Das ist ja ein Kettenprinzip einer einzigen Umweltkatastrophe. Das heißt, wenn du Fleisch isst, dann bitte genieße es, aber dann hol dir ein richtig teures, hochwertig, nachhaltig produziertes Stück Fleisch. Von einer, entschuldige, glücklichen Weidekuh oder einem Weiderind, was auf einer hübschen Weide irgendwo, schlag mich tot, im Allgäu gestanden hat. Es kommt nach einem schönen Leben der Profijäger, er legt dieses Tier per Weideschuss, isst das. Aber dann wird das ein sehr teures Stück Sonntagsbraten. Wir müssen weg von diesem Massenkonsum. Das gilt für Baumwolltextilprodukte, das gilt ja für ganz, ganz viel. Wir müssen weg von dieser Billig-Wegwerf-Mentalität. Also ich glaube, der größte Hebel ist tatsächlich die Reduktion des Fleischkonsums. Weitere Hebel sind die Verkehrswende, auf die wir seit, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten warten. Wir haben immer noch viel zu viel stillgelegte Bahntrassen, es wird viel zu wenig Geld in den öffentlichen Verkehr gesteckt, es wird immer noch, werden Staatsstraßen, Autobahnen ausgebaut, die in den 80er, 90er geplant wurden, was völliger Schwachsinn ist. Wir müssen runter von der Straße, raus aus fossilen Energieträgern, in Bahnsysteme und so weiter. Also der Verbraucher hat sehr viel mehr Möglichkeiten als er hat. Das ist ja jeden Tag eine Entscheidung. Fahre ich Bahn, fahre ich Auto, fahre ich Fahrrad? Gehe ich zu Fuß, fahre ich Auto? Gehe ich die 500 Meter zum Kiosk, zum Lebensmittelladen, laufe ich das oder stürze ich mich ins Auto, in mein SUV und fahre da schnell hin? Also wir haben, ich glaube, es gibt so eine herrliche Studie von Boston Consulting, einem großen amerikanischen Unternehmensberatungsunternehmen. Die haben ausgerechnet, dass jeder Bewohner eines Industrielandes fällt, glaube ich, pro Tag 120 umweltrelevante Entscheidungen. Jeden Tag. Das heißt, wir alle haben einen riesigen Hebel.